Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch heute meine 18 Bücher für 2018 vorstellen. Ja, also es gibt ja wieder diese Challenge, die habe ich ja aus einer Facebook-Gruppe, in der ich bin, also bei den Zeilenspringern. Habe ich ja letztes Jahr auch schon gemacht, also dass ich mir 17 Bücher ausgesucht habe, die ich 2017 unbedingt lesen möchte. Das heißt, natürlich werde ich auch versuchen mehr zu lesen, aber das sind halt so die, die ich auf jeden Fall lesen möchte, weil sie einfach, ich sag mal, besonders wichtig für mich sind oder weil sie schon besonders lange auf meinem Sub liegen. Also aus diesem und jenem Grund einfach. Ich habe jetzt hier wieder ein Lesetagebuch angefangen zu führen. Also da habe ich hier am Anfang meinen Substand aufgeschrieben. Derzeit habe ich so ein paar 80 ungelesene Bücher. Ups. Und dann habe ich hier die 18 für 2018 aufgeschrieben. Und hier habe ich meine wichtigsten Bücherwünsche. Also wirklich nur so die, die mir absolut am wichtigsten sind. Ja, eigentlich fange ich jetzt einfach mal mit den 18 Büchern an, die ich 2018 unbedingt lesen will. Buch Nummer 1, Die Buchspringer. Da geht es um ein Mädchen, das herausfindet, dass sie in Bücher reisen kann und auch Einfluss auf die Geschichte nehmen kann. Und durch diesen Einfluss verändert sie wohl die Buchwelt und plötzlich ist nichts mehr so, wie es sein sollte. Das Buch soll sehr, sehr toll sein. Und letztens hat mir ja auch jemand kommentiert, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Falls du dieses Video siehst, hey. Dass das Buch echt toll sein soll und dass es ihr Lieblingsbuch oder sein Lieblingsbuch ist. Ich glaube, das war ein Mädchen. Deswegen, ich freue mich besonders darauf und ich finde, das Cover ist auch total cool und ich will das schon so, so lange lesen und besitzen und jetzt habe ich es ja zu Weihnachten bekommen und jetzt will ich es erst recht lesen. Dann habe ich, das liegt jetzt echt, habe ich seit 2015 auf meinem Sub, L'Aqua, der Fluch der schwarzen Gondel bekommen, beziehungsweise gekauft. Ich weiß gar nicht ganz genau, worum es geht. Es spielt auf jeden Fall in Venedig und seitdem ich mein Venedig-Buch schreibe, geschrieben habe und besitze und veröffentlicht habe, will ich es einfach dieses Buch unbedingt lesen, weil ich einfach Venedig so toll finde und ich zurück in diese Stadt möchte quasi. Dann möchte ich unbedingt Du neben mir lesen, ein Mädchen, das ein besonderes Geneffekt hat, also eine bestimmte Krankheit hat, dass sie nicht aus dem Haus gehen kann und dann hat sie einen, also in der Nachbarschaft zieht ein Junge ein, den sieht sie quasi immer durch die Fensterscheibe und sie verliebt sich in ihn, ohne quasi zu ihm rausgehen zu können und aber er lässt sich davon halt nicht abschrecken und daraus entsteht eine Liebesgeschichte und das Buch soll ja richtig, richtig schön sein und die Autorin soll ja auch ganz, ganz toll schreiben, also ich will es unbedingt lesen. Dann möchte ich auf jeden Fall Flugangst 7a von Sebastian Fitzek lesen. Ja, das habe ich sogar noch extra eingepackt gelassen, weil ich finde es immer voll schön, wenn Bücher noch neu aussehen. Das würde mich mal voll interessieren. Mögt ihr das, wenn, wenn da noch das Plastik drum ist? Also ich muss sagen, ich finde das irgendwie ja total die Verschwendung. Aber wenn es da drum ist, lasse ich es auch immer da dran. Habe ich zum ersten Mal hinterfragt, als ich jetzt in der Maya die Geschenke eingepackt hatte und eine Kollegin immer meinte, dass sie die immer, wenn sie die verschenkt, auspackt, weil sie das nicht schön findet mit dem Plastik. Aber ich irgendwie freue mich irgendwie schon noch, wenn die eingeschweißt sind, weil die so neu dann halt aussehen. Ich würde sie halt nicht, ich fände halt cooler, wenn sie nicht eingeschweißt wären, aus dem Umweltaspekt. Aber wenn sie eingeschweißt sind, mache ich es halt auch nicht ab. Dann mache ich es erst ab, wenn ich es lese. Dann möchte ich unbedingt Der Märchenerzähler lesen und zwar ist das dieses Buch hier von Antonia Michaelis. Ich dachte, sogar, das habe ich schon 10 Millionen Mal erzählt, so einen richtig tollen Buchtrailer. Und den will ich einfach, den fand ich einfach so toll. Deshalb will ich das unbedingt lesen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das Fantasy ist oder ob das ein Thriller ist. Das geht irgendwie so im Klappentext gar nicht so richtig hervor. Würde mich mal interessieren, falls ihr das wisst, schreibt mir das mal in die Kommentare. Da geht es um ein Mädchen, was sich in so einen Typen verliebt, der halt eigentlich das Schulabbrecher oder Schulschwänzer. Ja, Schulschwänzer, Drogendealer, bla bla bla. Sie verliebt sich in ihn, denn in ihm gibt es wohl auch so eine besonders sensible Seite, die sie ganz toll findet. Und er erzählt ihr immer bestimmte Märchen und irgendwann zweifelt sie daran, dass das nur Märchen sind und glaubt halt, dass die vielleicht wirklich Realität sind. Und das macht ihr große Angst, weil hier steht, könnte sie auch einen Mörder küssen. Also anscheinend erzählt er ihr irgendetwas von, ja, Mordfällen. Dann möchte ich unbedingt lesen Die letzten Tage von Rabbit Hayes. Das ist von Anna McPartlin, hier steht es, das ist 9 Tage hat eine Frau Zeit, um Abschied von ihrer Familie zu nehmen, denn sie ist schwer krank. Und ich denke mal, dieses Buch geht dann von diesen 9 Tagen, soll sehr, sehr rührend sein. Viele fangen da total an zu heulen. Ich will das schon total lange lesen und ich dachte mir, jetzt muss es einfach mal bald gelesen werden. Deswegen ist es jetzt auf meiner Liste. Dann möchte ich erst wieder da lesen. Das ist ja diese Geschichte, wo habe ich das jetzt hier stehen? Wo Adolf Hitler halt wieder da sein soll. Eines Morgens wird er mitten auf einem Berliner Grundstück wach, ohne Krieg, ohne Partei, ohne Eva. Und
ja, wie sich das alles verändert hat, wie das Leben so jetzt dann sein soll. Dann möchte ich Girl on the Train lesen. Das hier ist das Buch. Jeden Morgen pendelt Rachel mit dem Zug in die Stadt und jeden Morgen hält der Zug an der gleichen Stelle auf der Strecke an. Rachel blickt in die Gärten der umliegenden Häuser, sieht ihre Bewohner und eines Tages beobachtet sie etwas Schockierendes. Sie sieht wohl ein junges Paar bei dem Fahren, steht hinten noch drin, Jess und Jason nennt Rachel die beiden. Sie führen, wie es für Rachel scheint, ein perfektes Leben, ein Leben, so wie sie sich selber wünscht. Eines Tages sieht sie etwas Schockierendes, kurz danach liest sie in der Zeitung von Verschwinden dieser Frau und daneben ein Bild von dieser Jess. Sie meldet die Beobachtung der Polizei und verstrickt sich damit unentrinnbar in ein Netz aus Lügen und Betrug. Soll echt sehr, sehr spannend sein, das Buch. Interessiert mich auf jeden Fall mega. Dann möchte ich, das halte ich jetzt gar nicht in die Kamera ein, habe ich das Gefühl, ich habe voll den Struggle mit meinen Haaren gerade, die sehen so ungekämmt aus. Ja, auf jeden Fall möchte ich noch Wolkenschloss lesen. Das liegt gerade an meinem Nachttisch, weil ich das ja schon so angefangen hatte. Deswegen kann ich es gerade nicht holen, weil ich keinen Bock habe. Das ist die Wahrheit. Dann da oben steht noch Summer Switch. Das habe ich ja gerade auch bekommen. Das hole ich ja noch. Dann möchte ich auf jeden Fall Summer Switch lesen, wo diese beiden unterschiedlichen Mädchen plötzlich das Leben der anderen übernehmen, weil sie auf einmal in dem Körper der anderen wieder wach werden. Dann möchte ich Lottery Boy lesen. Das habe ich auch zu Weihnachten bekommen. Ihr merkt, es sind sehr viele Bücher dabei, die ich zu Weihnachten bekommen habe, also die noch nicht wirklich sehr lange suppen. Ja, das Buch, da ist ein Junge, ich glaube, der ist sehr arm. Des Tages bekommt er ein großes einen Lottoschein, er hat Geld gewonnen, aber der Gewinn verfällt in 5 Tagen und der Junge braucht einen Erwachsenen, um das Geld ranzukommen und er weiß nicht, wem er vertrauen soll, weil er halt plötzlich ganz viele falsche Freunde hat. Finde ich sehr, sehr interessant, das Buch, und ja, möchte ich einfach lesen. Jetzt aber ein Buch, was schon sehr, sehr lange bei mir subt, das habe ich damals, ich würde echt sagen vor 2, 3 Jahren, mal getauscht. Und zwar ist das Seit du tot bist. Da geht es um eine Frau, deren Tochter vor 8 Jahren tot zur Welt gekommen ist. Und sie selber hat das halt nie verwunden. Und eines Tages steht eine Frau vor der Tür und behauptet, dass das Kind lebt. Die Frau ist sehr schockiert, denn aber in ihrem Inneren glaubt sie der Frau. Aber wer sollte ihr ihre Tochter weggenommen haben, falls es tatsächlich wahr ist. Und es kann eigentlich nur jemand aus dem engsten Umfeld gewesen sein, steht hinten drauf. Ich finde, das klingt übelst, übelst spannend. Deswegen möchte ich das unbedingt lesen. Dann möchte ich Selection 3, 4 und 5 unbedingt lesen. Die habe ich jetzt als ein Buch gezählt. Ich weiß, eigentlich voll schade, voll doof. Aber ich glaube, es motiviert mich jetzt einfach mehr. Dann möchte ich von der Amor-Trilogie, also hier von Delirium und Pandemonium und so, unbedingt den zweiten und dritten Teil lesen. Der war ja schon 2017 auf meiner Liste. Unbedingt möchte ich auch Bilderwächter und Libellenflüsterer von Monika Veth lesen. Also diese Krimis aus der Jette-Reihe. Habe ich jetzt leider nur den Teil da. Den Libellenflüsterer müsste ich mir dann noch kaufen. So, Platz 16, 17 und 18 habe ich jetzt hier noch leer gelassen, weil ich gedacht habe, ich überlege nochmal in Ruhe. Mir ist gerade auch gefallen, dass ich Wunder ja unbedingt noch lesen wollte. Also Wunder ist ja jetzt auch verfilmt worden. Das ist mir letztes Jahr als Rezension 6 zum Platz zugeschickt worden, als unangefragtes. Deswegen habe ich es noch nicht gelesen, noch nicht geschafft. Aber ich möchte es unbedingt noch lesen. Jetzt habe ich noch 2 Plätze frei. Falls ihr noch wisst, was auf meinem Sub ist, dann könnt ihr mir gerne schreiben, was ich unbedingt noch lesen soll dieses Jahr. Eigentlich kann auch ein Buch dabei sein, was nicht auf meinem Sub ist, sondern vielleicht von meiner Wunschliste. Ja, ihr könnt mir auch ein unbekanntes Buch empfehlen, aber das wäre schlecht, weil dann ist mein Sub wieder größer oder meine Wunschliste. Ich überlege, ob ich das Mädchen mit den gläsernen Füßen hier noch aufschreiben soll. Das finde ich ja auch echt schön. Das hat ja diesen silbernen Buchrücken. Und meine Cousine hat mir das empfohlen. Meine Cousine hat mir auch Erebos empfohlen und Erebos war grausam. Also, vielleicht auch nicht. Ja, jetzt stehe ich hier und weiß nicht so richtig, welches ich noch lesen soll. Eigentlich wäre mal das Beste, wenn ich ein Buch auswählen würde, was am längsten auf meinem Sub steht. Ich glaube, ich habe zu wenig Fantasy-Bücher draufstehen. Mir ist momentan nicht so nach Fantasy. Mir ist momentan definitiv viel mehr nach so lockeren Liebesgeschichten oder nach Krimis. Aber gar nicht nach Fantasy. Deswegen sollte ich vielleicht aber eine Mischung reinmachen, damit ich immer irgendwie was Passendes zu meiner Stimmung gerade finde. Ja, auf jeden Fall überlege ich noch ein bisschen weiter. Ich kann euch dann gerne in den Kommentaren auf dem Laufenden halten, falls ich mich entschieden habe. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ihr dürft dem Video gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und ich würde mich echt dafür interessieren, ob ihr ein bestimmtes Buch habt, welches ihr 2018 unbedingt lesen wollt. Also was, wo ihr wisst, dieses Buch verlässt 2018 nicht ungelesen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich gerade gar nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!